Es ist schon alles wieder eingeräumt. Der Schmuck in dieser Auslage ist der Ersatz für die wertvollen Ringe und Ketten, die gestern Mittag geraubt wurden. Der Täter schlug in diesem Goldschmiedegeschäft in der Böttcherstraße zu. Hat sich zunächst ja die Auslage zeigen lassen und da unter anderem auch im Fenster. Das heißt, die Verkäuferin hat sich umgedreht, um die Ware da rauszuholen und hat dann plötzlich gemerkt, dass hier ein Gegenstand in den Rücken gedrückt wurde, drehte sich um und hat dann ja eine Schusswaffe wahrgenommen und dann wurde sie aufgefordert, Platz zu machen, wurde auch zur Seite geschoben und dann hat der Mann ja in die Auslage gegriffen und hat sich Schmuck rausgenommen, hat das in seinen Rucksack gesteckt. Anschließend ergriff der Räuber zu Fuß die Flucht, hetzte eilig durch die volle Böttcherstraße und entkam schließlich in Richtung Martini-Straße. Wir suchen einen Mann, der etwa 1,80 Meter groß gewesen sein soll, schwarze Haare gehabt haben soll. Der Bart, den er gehabt hat, der soll so etwas länger als ein Dreitagebart gewesen sein. Eine graue Jacke, eine graue Hose oder eine dunkle Jacke und einen grauen Rucksack dabei gehabt haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und weist auf ein besonderes Detail hin. Er hat sich mit der Verkäuferin dort zuvor, als er sich die Ware hat zeigen lassen, auf Italienisch und auf Englisch verständigt. Nach dem Schock möchte hier heute niemand mit uns sprechen. Das Geschäft in der Böttcherstraße ist nicht zum ersten Mal Ziel von Verbrechern geworden. Diese kaputte Scheibe zeugt vom jüngsten Einbruchsversuch vor rund 2 Wochen.